Meine lieben Euro-Trucker, seid uns ganz recht herzlich willkommen und guten Tag. Erste Aufnahme im neuen Jahr, meine lieben Freunde. Und Route 66, da seht ihr das. Wir sind auf jeden Fall im Jahr 2016. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und ja, ich habe jetzt länger nicht gespielt, aber das wird wahrscheinlich kein großer Unterschied sein, denn ich bin wahrscheinlich gut wie eh und je. So, wir sind immer noch Spielkind 45. Wir sind immer noch bei Grombeck und Goldini. Ne? Wer das nicht wissen sollte, wie dieser Name zustande kommt, der soll sich bitte die erste Folge anschauen oder einfach mal googeln nach Grombeck und Goldini. Gut, so, wir haben aktuell 39.000 auf der Uhr. Wir müssen jetzt mal wieder schauen, also wir sollen ja gleich loslegen, ne? Das E-Mail haben wir nicht, das ist ein Auftragsangebot. Wir gucken mal ein Auftragsangebot an, was das, genau, wir lassen uns anstellen, denn wir sind ja, ne, ein kleiner Heckenpenner, ne, die noch keinen eigenen Druck haben. Oh, ein schöner roter, oh, was ist das, Duisburg nach Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, das wäre ja mal eine Sache, das ist, ich glaube, das machen wir. Das gibt, ja, 9.000. Das gibt. Okay, ich würde sagen, den LKW finde ich super poppig rot. Den nehmen wir mal, Freunde, ne? Das ist jetzt halt nicht die allerlängste Strecke der Welt, ne? Aber das finde ich gut. Ich habe jetzt hoffentlich nicht meine gesamte Tastenbelegung vergessen und... So, jetzt geht's auch schon los, ne? Auftrag, ne? Wir müssen Düngemittel nach, von Duisburg nach Berlin... Hey, warte mal, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ja. Das ist auf jeden Fall ein schöner Wagen. Warte mal, ganz kurz mal gucken. Okay, das war außen. Was steht da? NBFC? Ja, finde ich gut. Eins war, glaube ich, da rein. So, was war denn das? Ach, das war die Dingsansicht. Und was war diese Ansicht? Ach, das war, glaube ich, die Außenansicht. Und ditte weiß ich gar nicht. Okay. So, ich muss mal gucken. Auf 1 drücken und dann wieder schön runter, damit ihr, ne? Hallo? Es fängt die, sagen wir es mal so, die... Oh, da ist sogar noch ein Zusatzspiegel. Cool. Mein Gamepad wieder ein bisschen an zu spinnen. Das kennt er ja gelegentlich nicht. Ich drücke auf 1, dann Zim. So, hallo? Hallo? Okay, ich sitze nicht mit dem Stuhl auf dem Kabel, wie schon einmal. Gut, ich würde sagen, wir... Moment, ich muss mal ganz kurz ein bisschen lauter machen, Freunde. Gut, das Ganze sind 529 Kilometer. Wir brauchen 8 Stunden. Gut, dann würde ich sagen, nicht lange quatschen. Wir fahren jetzt mal los. Wo komme ich denn hier raus? Aha. Komme ich da irgendwo raus? Oder muss ich da... Ich glaube, ich muss bei dem... Bei dem Häuschen muss ich wahrscheinlich, ne? Das ist so. Okay, dann fahren wir mal los. Mein Vorschlag zur Güte. Wir haben jetzt Düngemittel, ne, drauf. Das heißt, wenn wir irgendwo in eine Walachei verrecken, meine lieben Leute, ne, dann düngt es wahrscheinlich gleich die Pflanzen und so, wir müssen jetzt nach rechts. Ich blicke nach rechts. Ich hoffe, ich habe die ganzen Befehle noch im Kopf. Hier sehe ich erstmal keinen. Da ist der Pförtner wahrscheinlich drin. So, wir fahren mal ein Stückchen vor, weil ich sehe aktuell gerade gar nichts. Also den hätte ich nämlich jetzt nicht gesehen. Gut, dann fahren wir jetzt mal. Zim. Okay, da sind wir ein bisschen über den Bürgersteig, aber ich habe halt 6 Jahre nicht gefahren, Freunde. Ne? Das macht sich auch bei mir dann letztendlich bemerkbar. Ne? Hier müssen wir Vorfahrt achten. So, wir bremsen mal ganz kurz, gucken. Da sehe ich nichts. Dann bedeutet das Zim auf hier und los. So, hier bitte nicht... Jetzt mal gucken, ob wir den Bürgersteig nicht unbedingt rammen. Okay. Ich meine, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn uns jetzt einer entgegengekommen wäre. Aber so sieht das doch gut aus. Das ist ein schöner LKW, der gefällt mir gut. Wir müssen jetzt, glaube ich, geradeaus, ne? Geradeaus. So, bremsen wir ein bisschen. Das ist nicht so stark hier, ne? Das ist... Okay, jetzt gibt es auch schon gleich mit Grün weiter. Finde ich gut. Geradeaus ist richtig. Duisburg. Mhm. So, dann gehen wir mal ein bisschen Gas. Okay, hier kann ich auch ein bisschen auf den Tacho schauen. Denn den sehe ich und erkenne ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr den seht oder ob da jetzt die Facecam drüber sitzt. Aber normalerweise müsste das so sein, dass ihr das eigentlich ganz gut sehen könnt. Hallo? Wo war nochmal meine Hupe? Ah ja, genau. Du gibst mir mal ein bisschen Stoff. Unfall verursacht? Hä? Habe ich nicht gesehen, Freunde. Habe ich irgendwas mitgenommen? Unfall verursacht habe ich jetzt echt nicht. Ich habe nur auf meine Hupe geachtet, aber jetzt kommt eine Zickzackkurve. Okay, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Muss ich mir gleich beim Rendern einfach mal anschauen. Aber das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Schlafen müssen wir nicht. Wir sind putzemunter. Alrighty.
So, wir fahren 60. Die fahren hier alle ein bisschen langsam. Komm hier. Okay. So. Ja, meine Leute, was kann ich erzählen? Es ist ja immer so ein bisschen so, auch so... Ein bisschen, ja, nicht Vlog will ich jetzt nicht sagen. Ey, Alter! Mann, was kriegst du hier so rum? Ich muss bremsen. Ich bin der Trucky, Alter. Das ist ja unglaublich. Da nötigt der mich zum Bremsen. Komm hier jetzt... Ja gut, ich meine 50, aber muss man sich denn genau dran halten, Freunde? Bitte, jetzt ist Duisburg hier Ende, ne? Komm, Freunde, jetzt könnt ihr... Okay, da habe ich wieder die Taste verwechselt. Ich habe Gas gegeben, wollte eigentlich bremsen. Mann, wieso fährt der denn Typ so lang? Wir müssen da vorne gleich links, okay. Dann blinken wir schon mal links. Das ist echt, das ist ein... So, säge ich den Penner hier ab, da könnte man einen drauf lassen, ey. Jetzt auch links, okay. Da geht's nach Osnabrück. Okay, wir müssen natürlich nach Berlin. Das sind 8 Stunden, okay. So, warten die auf uns? Okay, du wartest nicht auf uns. Okay, das ist immer vorher ein Zeichen. Okay. Okay, komm. Die lassen uns da jetzt durch. Wenn nicht, haben sie ein Problem. Okay, ich sehe da nichts. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, vor, wir haben es überlebt. Ja, so, Moment, hier nochmal auf 1 drücken und dann müsstet ihr eigentlich alles halbwegs gut sehen können, ne? Die Armaturen und so. Okay, die Armaturen im Griff, das ist prima, das ist eine schöne Sache. Und, gut. Ja, neues Jahr, ne? 2016. Ne, das ist... Ja, das ist... Die Zeit rast, Freunde, ne? Ach, diese Monkey Island Musik. Ich liebe sie immer noch, Freunde. Wer mein Monkey Island Let's Play nicht gesehen haben sollte. Wenn ihr so wunderschöne Musik wunderschön findet, dann seid ihr da auf jeden Fall gut aufgehoben, meine lieben Leute. Ja, nun quatsch mal ein bisschen. Oh, die schönen... ich glaube, ich fahre ein bisschen schnell, ne? Die schönen... muss ich geradeaus? Ja, ich muss geradeaus. Wir müssen Richtung Osnabrück. Okay, das sind die schönen Windräder. Du bleibst da schön stehen, Kollege. Haben wir uns da richtig verstanden? Ja, das ist, was wir gemeint haben, ne? So, ich drücke nochmal auf 1. Moment. Okay. Das sind die schönen Strohhütchen wieder, meine Leute. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen wieder mit der Tastatur, mit dem Gamepad zurechtkommen. Ihr wisst ja, ich bin ein Gamepad-Legastheniker, ne? Und das... kann schon mal ein bisschen Probleme bereiten. Warte mal, was ist denn noch diese Kamera? Die, ach, das ist die. Okay. Und die. Ah, okay. Aha. Okay, das sollte ich glaube ich nicht zu oft machen, denn. Ne, ja, also, oh, Moment. So, ich hoffe, ihr seht jetzt auch alle halbwegs gut. Scheiße, ich habe schon wieder einen Gasfinger. Ich merke ja schon, das Ding wird dauerhaft durchgedrückt. Das Gaspedal, das ist zwar nur ein kleines, ne, ihr wisst das, ne, der Trigger, ne, aber. Hallo, wieso gehst du jetzt wieder runter? Jetzt spinnt das wieder. Okay, macht aber nichts, das kriege ich trotzdem hin. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Position der Facecam so aussieht. Ne? Er geht ja immer wieder runter, seht ihr das? Irgendeinem Grunde macht er da irgendwie Scheiße. Hallo. Das, boah, das, ich glaube, so ein bisschen langsamer fahren. Okay, muss ich sogar bremsen? Wie schnell fahren wir? 60, okay. Alright. Ja, seht ihr, das geht immer wieder runter oder geht nach rechts oder nach links? Ich weiß es auch nicht. Aber ich denke mal, so müsste das eigentlich okay sein. Da müsstet ihr ein bisschen was sehen, ne? Und ich fahre sowieso blind, ne? Nach Navi, wisst das, ne? Oh, ich muss hier rein. Scheiße, ich muss hier rein. Das habe ich gar nicht gesehen. Wieso gehst du wieder runter? Pass mal auf. Alright. So, da müssen wir erstmal geradeaus. Dortmund, Duisburg, Düsseldorf. Ne, wir müssen, glaube ich, hier Hannover, Magdeburg, Kiel. Alright. So. Ist das so okay? Ab einem gewissen Punkt geht dann immer weiter runter. Aber ich glaube, so passt es jetzt. Ne? Jetzt sehen wir alles schön. Wir sehen schön die Landschaft, die wunderschöne deutsche Autobahn. Ne? Das ist, wo ich nicht mehr wirklich zu Hause bin. Also ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal auf der Autobahn gefahren bin. Okay. Oh, ich muss hier runter. Das hätte ich nicht machen dürfen. Ich muss hier runter. Blicken wir mal. Okay. Ist doch richtig, ne? Hier müssen wir doch runter, ne? Ja, hier müssen wir runter. Okay, da sehe ich. Boah, wie gesagt, ein falscher Blick und die Sache kann ganz schön gefährlich werden. So, wie schnell fahren wir? Ich glaube 60, ja, es kommt eine bisschen steilere Kurve.
Den nehme ich mal ganz gemütlich, liebe Leute. Ganz gemütlich. So, jetzt hier ein bisschen Gas geben in der Kurve. Ne? Wieso habe ich die nicht geschafft, Freunde? Wieso habe ich denn diese verkackte Kurve nicht geschafft? Das war doch... Du musst hier an mir vorbeiziehen, okay? Wieso habe ich die nicht geschafft? Das war doch... Ich habe voll eingeschlagen. Freunde, ich habe volle Lotte eingeschlagen. Okay, jetzt müssen wir erstmal geradeaus. Moment, ich mache hier noch den nochmal. Zim. Okay, okay. So, da kommt da einer. Moment, der überholt uns rechts. Ja, ja, mach mal. Hier geht das wieder runter. Blicken wir mal ganz kurz. Da sehe ich aktuell keinen. Also aufhören zu blicken. Vom Gastfinger. Das ist gelegentlich mal ganz gut. Ihr wisst ja, ich habe einen Gastfinger und der ist nicht ohne. Der hat es in sich, der Bruder. Ne? Und wieso? Das ist irgendwie... Moment, ich glaube, so ist es schön. Verändert sich jetzt? Seht ihr es irgendwie wandern? Nö, passt, ne? Ja, passt. Gut, ja, jetzt komme ich vielleicht mal ein bisschen zum Quatschen, weil wir ein bisschen längere Autobahn haben, ne? Und das Navi, dieses scheiß Navi da nicht mal... Boah, ich darf echt, das ist so unglaublich, ne? Aber gut, ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, 2060, ich glaube, das, 2016 natürlich. 2060, vielleicht sind wir bald in 2060 und haben es gar nicht gemerkt, ne? Obwohl das hinten, das ist noch viel zu, das werde ich vermutlich nicht überleben. Das ist, ne? Aber gut, man weiß es nicht, ne? Vielleicht erfinden die was, was ich über die Wunderpille und dann werden wir alle 1000. Himmel bewahren. Nee. Pass mal auf, okay. Wie schnell fahre ich hier? Ein bisschen was über 80. Das sieht natürlich ganz gut aus. So, muss ich jetzt hier irgendwie wieder runter? Ich komme mir gar nicht zum Quatschen, liebe Leute. So. Genau, 2016, nicht 60, 2060. Willkommen im Jahr 2060. Ich glaube, so könnte ich die Folge auch nicht nennen. Willkommen im Jahr 2060, liebe Leute. So, schlafen müssen wir nicht. Der Tank ist, glaube ich, nicht mehr ganz so viel drin. Aber hier auf einer Autobahn tanken ist auch mal extremst teuer, ne? Ich finde es aber ganz okay. Gut, was erwartet die Trucker-Freunde 2016 auf meinem Kanal? Schöne, ne, gerollte Würstchen aus Stroh, ne? Und ja, ich werde natürlich weiterfahren hier, ne? Und ich, also mein primäres Ziel 2016 ist es halt, mir einen eigenen Truck zusammenzufahren, ne? Ihr wisst ja, ich... Hallo? Freunde, was ist für diese Autobahn hier? Die Kette da, pass mal auf, irgendwie. Ne? 2016, also möchte ich mir schon ganz gerne einen eigenen Truck zusammenfuhren, ne? Könntest du mal, genau, du überholst mich jetzt, da kommt auch schon wieder einer. So, ich blinke mal, pass mal auf, dann... Okay, weil das ist mir ein bisschen zu lahm, Freunde. Ne? Ich habe Termine, Freunde. Ne? Das müsst ihr mir nach... sehen, ne? Ist ja auch die mittlere Strecke, Bahn, das müsste funktionieren. So, ja, also 2016, ich will auf jeden Fall mir einen eigenen Truck zusammenfahren. Es hat ja schon jemand kommentiert, dass es eine neuere Version dieses Spiels gibt. Das ist richtig, das habe ich auch gesehen. Das kann man auch da oben irgendwie in der Ecke sehen, wenn ich anfange. Nur ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit dem Updaten. Darüber hinaus... es ist so, dass jetzt viele auch von meinen Kollegen und Buddies, ne, hier, ne, der gute Ossi und der gute Fallapfel, ne, die spielen auch Euro Truck und man könnte das auf jeden Fall mal andenken, das im Multiplayer zu zocken. Ne? Und da braucht man aber, glaube ich, die Steam-Version für und die habe ich nicht. Ich habe so eine gekaufte Version, also normal hier mit Verpackung und alles. Ne? Und boah, wir fahren hier ganz schön zügig. Müssen wir jetzt hier da gucken, runterfahren. Pass mal auf, Kollege, lass uns mal eben ganz kurz, wir müssen uns jetzt hier mal durchlassen. Osnabrück, müssen wir jetzt hier rüber? Ich glaube, ich fahre mal. Ist der weit genug? Ja. So, wir müssen... Okay, ich glaube, ist hier noch nicht runter. Geradeaus. Ich erzähle gleich weiter, wenn ich den Faden wieder finde. Okay, hier müssen wir doch nicht... Pass mal auf. Alter. Danke, du dummes Arschloch. Ne? Das ist ein deutsches Arschloch. Habe ich nicht gesagt, ich bin Deutscher und was weiß ich. Das ist ja auf Autobahnen gelten andere Rechte, wie ist das? Pass mal auf, okay, da müssen wir jetzt, glaube ich, müssen wir jetzt irgendwie, fahren geradeaus. Okay, da kommt einer, ich muss aufpassen. Du guckst hier nicht. So, wir gehen da wieder rüber. Okay, da sehe ich aktuell keinen. So, ne, vom Gastling. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau, 2016 eigenen LKW möchte ich mir erfahren. Wir haben jetzt knapp 40.000 auf der Uhr. Ich denke mal, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Touren und ich werde auch nicht im Off fahren, liebe Leute. Ich werde also alles das, was ich so zusammenfahre, das werde ich mit euch zusammen erfahren. Gefahren, zufahren. Ne? Also schon mehr oder weniger, ne? Genießt die wunderschöne Landschaft hier, das ist auch toll. NBFC. Das ist einfach so wunderschön. Gelegentlich müssen wir mal ein bisschen rausschalten. Das ist auf jeden Fall. Das muss man schon mal bringen als eine.
Oh, geht er wieder runter? Habt ihr gesehen? Er geht wieder runter. Er wandert wieder. Mein Gamepad wandert. Warum auch immer. Gut, was ist aber genau mit dem Update? Das wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Müssen wir gucken. Und die Multi-Geschichte geht, glaube ich, nur über Steam, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, der Stux hat mir da irgendwas erzählt und bla bla bla. Ich weiß es alles gar nicht. Oder ist es schon ein bisschen langsamer als hier? Und das ist aber auch noch ein Ziel, was ich vorhabe. Nur ich weiß nicht, ob ich dann mit diesem Profil irgendwie weiterspielen kann, ob ich ein neues Profil brauche. Du bist ja ein bisschen zu langsam hier. Ich hab Termine, wie eben schon gesagt. So. Du hast nicht mal was dran. Wieso eierst du hier so rum, Kollege? Na, du bist genauso schön rot wie wir, ne? Oh. Ja, und das, ne, möchte ich mir auf jeden Fall einen eigenen Truck zusammenfahren. Und ich weiß sogar nicht, was wir da nehmen. Noch? Weit genug, weit genug. Und, ja, dass wir dann einfach mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Ich glaube, ein Multiplayer kannst du, glaube ich, nur mit dem eigenen Truck machen. Also, liebe Leute, ne, wie ihr das schaut, ne, Falli, Ossi, Stuxer, wie auch immer. Ich brauche noch ein bisschen, ich komme dann später nach. Und, ja, dann auf jeden Fall so ein bisschen nochmal Let's Play Together Geschmack mit ich würde gerne mit Falli und Ossi mal eine Runde fahren. Ne, auch mit dem Stuxer. Und Ufemann hat, glaube ich, auch noch keinen Multiplayer drauf. Mit dem Ufemann könnt ihr auch natürlich mal ein bisschen so die Gegend heizen. Aber das sind alles Sachen, die, ne, die werden in diesem Jahr, denke ich mal, irgendwie passieren. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, muss ich jetzt hier runter. Wir bremsen mal ganz kurz ab, weil da sehe ich schon wieder was Grünes. Hannover. Ja, wo muss ich hin? Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Tanken, ja, wir könnten eigentlich mal tanken, Freunde. Machen wir mal ganz kurz. Weil der Tank ist doch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt nicht wirklich leer, aber voll ist auch anders, ne? So, Joy-Taste. Ach, wir müssen erst den Motor abstellen, okay. Nein, das war der Rückwärtsgang. Okay, so jetzt die Joy-Taste. Okay, dann tanken wir mal eine Runde, ne? Weil ich glaube, das Ganze ist schon ein bisschen leerer, als ich eigentlich ursprünglich gedacht habe, ne? Okay. 300 Pfeifen. Freunde, da gehen wir eben 300 Pfeifen durch. Das ist Moment. Ich bin ganz kurz mal, ich bin ganz aufgeregt. Das sind 300 Pfeifen. So, schlafen müssen wir, glaube ich, nur die Füßchen sind ein bisschen blau von dem Bett. Das ist, glaube ich, schon okay. So, Motor an. So, blinken und gucken. Und danke hier fürs Sprit. Ne? War eine exokorporente Erfahrung, ne? Jetzt muss ich mal warten. Das ist aber bestimmt keine Wahl. So. Fährt er auf der anderen Spur? Nee, fährt auf unserer Spur. Ich glaube, danach können wir dann. So, jetzt gehen wir wieder. Freunde, habt ihr den gesehen? Wo kam der? Der hat doch gesittet. Also sagen wir es mal so, die KI hier in diesem Spiel ist jetzt nicht die allerintelligenteste. Ich hoffe, so müsste das wieder passen. Das haben wir schon in einigen, sagen wir mal, gefährlichen Sachen schon mitgekriegt. Muss ich hier runter? Ich bin aber auch nicht der Intelligenz, wie ihr seht. Ich wäre jetzt fast da wieder runtergefahren. Aber das mit den Ausfahrten, das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Ich wusste nicht, dass das irgendwie so strange ist. Bei deutschen Autobahnen so oft, dass Moment, jetzt mal ganz kurz schauen. Okay, du willst mich jetzt von rechts überholen? Natürlich überholst du mich von rechts. Wir müssen jetzt hier runter. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ne? Magdeburg, Kiel. Moment. Ja, sag es mal erstmal geradeaus. Ne? Da Berlin, wir müssen. Wir müssen gerade aus. Alter Verwalter, das ging aber gerade mal gut. Okay, jetzt sind wir auf dem Weg nach Berlin. Habe ich ja am Anfang gesagt, ich habe noch einen Koffer da. In Berlin, das ist auf jeden Fall. So, kommt jetzt da einer von rechts? Nein, kommt keiner. Oh Moment, das war der falsche Blinker. Wenn ich rechts blinken muss, muss ich immer von einem Gasfinger gehen. Und das tue ich nicht gern. Ich habe Termine, ihr wisst das, Freunde. Ja, 2016. Ich komme nochmal gern drauf zurück. So, denn der Euro-Truck ist ja auch ein bisschen so, ne? Nicht nur zum Spielen, sondern auch ein bisschen was zum Quatschen, ne? Ich will auf jeden Fall meine eigene Karre haben. Ich will ein bisschen in den Multiplayer mit den Jungs gehen. Und mich ein bisschen meine Fröschen entledigen im Hals. Moment, ich. Jetzt muss ich hier wieder. Ist das deutsche Autobahn oder Autobahn generell so anstrengend sind? Das wusste ich gar nicht, dass man hier dauernd irgendwie Spur wechseln und bla bla bla. Und das ist. Mann, wenn ich. Als ich damals gefahren bin, habe ich alle 100 Tage mal die Spur gewechselt und bin auch dahin gekommen, wo ich hin wollte. Ne? Das ist. Na. Gut, okay. Jetzt scheinen wir aber auf jeden Fall richtig zu sein. Es scheint so. Schaut mal, die Wolken scheinen auch so schön. Okay, kommt da jetzt was? Da kommt zwar was, aber. Ja, der wollte natürlich rechts, der Penner. Ne? Ja, super. Na, ihr seid immer die Könige der Landstraße. Ne? Bin eigentlich Icke, ne? Icke bin der Könige der Landstraße, ne? Ja, Berlin, ne? Ossi, oh, Moment. Der Ossi, der wohnt ja auch, glaube ich, in Berlin. Ne? Moment. Ja, der hat ein bisschen gebremst und hat Angst vor mir. Kann ich verstehen, hätte ich auch, wenn ich da, ne?
Wieso geht das jetzt wieder rund? Oh, Radarbereich. Moment. Nicht, dass wir wieder zu schnell fahren. Wie schnell fahre ich? Da sind die Radardinger. Ich fahre 80. Ich fahre ganz brav. Ich bin ganz, liebe Leute, ich bin ganz brav. So, ich glaube, das war's. Können wir ja Mathe geben. Ja, ich glaube, der Ossi, der kommt auch aus Berlin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der UFO-Mann kommt auch aus Berlin, ne? Also die ganzen Euro-Trucker, das sind alles Berliner, ne? Echte Berliner. Hannover? Ich glaube, wir müssen schon wieder rüber. Kann das sein, dass wir schon rüber müssen? Gucken, ob der mich reinlässt. Okay, lässt mich rein. Ja, danke, alter Kollege, das ist aber eine amtliche Geschichte hier, ne? Mich echt reingelassen. Ich bin vor Begeisterung hier entsetzt. So, pass mal auf. Ja, das war auf jeden Fall richtig. We have to go to Berlin. So. Okay. Moment. Alright. So, steht er jetzt still? Ich glaube, er steht jetzt still. So, ne? Wir sind jetzt gerade bei Captain Blondbart in der Küche, ne? Wer erinnert sich, ne? Der gute alte Captain Blondbart. Ohne zu blinken habe ich jetzt die Spur gewechselt. Ich mache mir schwere Vorwürfe. Ich spiele jetzt auch gerade. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, pass mal auf. Ja, 2016. Ne? Das wird also passieren. Wir haben jetzt 21 Minuten. Machen wir die Folge mal so knapp 30 Minuten, ne? Und das Bett ist jetzt halb voll. Das heißt, er könnte ein bisschen pennen. Moment. So. Okay, so, dass er alles ein bisschen im Blick hat. So ein bisschen. Moment, das ist doch scheiße, dass er immer wandert. Warum wandert er immer? Liegt das in der Version oder im Pad? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist mein Pad irgendwie natürlich ein ganz cooles Pad. Ne? Ein Xbox-Controller, ne? Da können wir eine Tanken drauf machen. Können wir pennen? Ne, wir brettern durch, Freunde. Also eine Pen ist was für Anfänger. Ne? Also wir sind ja Profis, ne? Durch und durch. Ne? Insofern, nee, das kriegen wir hin. So. Was ist hier? 100? Ne? Hab ich noch nicht drauf. Insofern. Kann mein Gasfinger ruhig weiter durchdrücken. Ne? Das ist auf jeden Fall. Ist hier keine Autobahn mehr? Ah, das ist die Musik vom Banjo-Duell. Ne? Wer hat's gesehen? Das legendäre Banjo-Duell. Ne? Der gute Guybrush Threepwood gegen Eddie Van Helsing. Ne? Der gute Kuschelhase Van Helsing. Das ist natürlich Eddie Van Halen. Ne? Und ja, ganz famoses Duell. Das ist vom allerfeinsten, Freunde. Ja, was könnte ich sonst noch erzählen? Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen was gequatscht hier in den Euro Truck Simulators. Ne? Das ist ja, hab schon mal über meine ganzen Autos gesprochen, die ich so habe. Ne? Und hatte. Denn aktuell habe ich schon über 500 Jahre kein Auto mehr. Das ist nicht gelogen, das ist leicht übertrieben, aber nicht gelogen. Und da kommt schon wieder was Grünes. Berlin, ich glaube, ich muss rüber. Nein, wir müssen auf Berlin bleiben. Wir müssen ja nach Berlin, ne? Berlin, ne? Wir brauchen nur noch 2 Stunden. Ey, vielleicht können wir das in der Folge sogar packen. Da packe ich natürlich nicht ein, ne? Beziehungsweise kann ich nicht einpacken. Oh, Moment. Ah, jetzt wandert das Gamepad wieder. Wieso wandert das immer? Egal. Ja, solange ich es im Griff habe. Und ich habe es im Griff, ne? Ich bin ein echter Trucker, Freunde, ne? Kurz mal, ohne zu blinken, die Spur wechseln. Bitte macht das im Real Life nicht nach, liebe Leute. Also wenn ihr mal im Truck sitzt, dann auf jeden Fall immer schön blinken. Das ist auf jeden Fall gesünder. Ja. Okay, so. Moment. Mal ganz kurz. Berlin, wir müssen schon wieder rüber. Wieso müssen wir dauernd rüber hier? Das ist eine Spur jagt die andere. Das, für den Scheiß bin ich zu alt. Das ist, ihr wisst das, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich fange schon an, mit dem Kopf zu wackeln gelegentlich. Mr. Haggisman, Mann, ne? Grandiosen Stammwurf der Stärke, ne? Das ist, ne? Haggisman, Mann, ein echter, ne? Richtiger schottischer Piratenfriseur, ne? Wer erinnert sich, ne? Das ist auch, dieses Spiel ist so famos. Das ist so toll. Und, ne? Wenn ihr mal irgendwann andere Musik hören wollt, Freunde, außer nur die ganze Monkey Island-Geschichte, gehen wir rüber. Ich hab sogar geblunken, habt ihr das gesehen? Ich hab geblunken. Jetzt wird's ja ein bisschen dunkel. Moment, jetzt nur das Licht. Jetzt müssen wir ganz gut wieder Licht nehmen, sonst ziehen wir gleich wieder Kohle ab. Okay, ist das Fernlicht? Ne, das ist Fernlicht. Okay, das normale Licht. Ich hoffe, das haben wir jetzt an. Dann wird das schon wieder dunkel. Wir sind natürlich auch 2 Stunden. Noch kriegen wir das hin. Wir sind bei 25 Minuten. Ja, wir könnten das schaffen. Dann parke ich nicht ein, liebe Leute. Na, dann, aber ne, den ersten Unfall, den ich da gebaut habe, den muss ich mir nochmal ganz in Ruhe anschauen. Denn das habe ich nicht verstanden. Was ich da gestroffen, ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich auf jeden Fall gemacht, was er als Unfall. Jetzt muss man ganz kurz vom Gas gehen. So, Moment. Warte, meine Brille. Jetzt fängt es an plästern. Ja, super. In Berlin, wir kommen und ich fange hier an Regen. Hier, Scheibenwischer. Hä? Wieso gehen wir? Ach, da waren die Scheibenwischer, okay? Gut, dann muss ich gucken. Alright. Jetzt sind wir gerade am Brimstone Beach Club von der Musik her, ne?
könnte aber 10 Freunde, ne? Ich glaube. Moment, wir machen einmal ganz kurz eine. Mit der einen Taste bin ich auf jeden Fall wieder komplett oben. Aber er wandert dann immer. Oh Gott, jetzt wird es hier voll nebelig. Freunde, was denn bitte? Jetzt fängt es auch noch voll an Blitzen hier. Was ist da für ein Scheiß, ihr habt da nicht bestellt? Ne? Ich habe. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erwähnt. Ich habe die Regenwahrscheinlichkeit auf sehr niedrig eingestellt. Und ich fahre eigentlich nur bei Regen. Ich bin Regenfahrer. Ne? Das kann man sich nennen wie Michael Schumacher zu seinen besten Zeiten. Ne? Der war ja auch Mann für Regen. Ne? Jetzt ist er eine gute Besserung, Michael. Das ist, ne? Lass mal ein Held vor. So, pass mal auf. Ich muss mal noch geradeaus. Ne? Hier siehst du ja nichts mehr. Es ist nur noch eine diesige Scheiße hier. Können wir das Fernlicht anmachen? Ne? Okay, dann sehen wir, wie es ein bisschen was, ne? Nee, machen wir was. Oh, habe ich jetzt ganz ausgemacht. Moment. Wir sind ja auch schon komplett im Dunkeln gefahren, weil ich das mit dem Licht nicht hinkriege. So, das war jetzt auf jeden Fall. Das war Fernlicht. Ja. Sollte man, glaube ich, im Nebel nicht so wirklich fahren. Wie lange brauchen wir noch? 83 Kilometer? 1 Stunde 20. Schaffe ich das? Ja, ich habe noch 4 Minuten. Insofern sieht das ganz gut aus. Pass mal auf, das ist. Moment. Oh, ist das der Scheibenwischer? Jetzt achte. So, aber den brauchen wir, ne? Also Scheibenwischer ist wichtig, ne? Das ist, ihr wisst ja, ich bin Fahrradfahrer und ich bin, wenn es regnet und ich immer. Oh, sind wir ganz kurz mal drüber. Bin ich, müssen rüber. Wir müssen, glaube ich, rüber. Ich habe fast geblunken, aber. Ja, ich bin Fahrradfahrer. Ich habe natürlich auch ein komplettes Regenmonturzeug. Ne? Also, wenn es regnet, ne, bin ich schon. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Ne? Dann habe ich einen tierisch langen, guten Regenmantel. Ne? Ich habe eine Regenhose, die brauche ich allerdings neu. Hätte ich diese Woche nicht mehr machen müssen, weil die nächste Woche scheint recht vielversprechend zu werden, was das Wetter angeht. Weil irgendwann sind diese Imprägnierungen, die da auf den Regenhosen sind, sind dann irgendwann durch. Jetzt müssen wir ganz kurz wieder. Okay, da kommt eine Kreise. Und dann geht das auch durch die Regenhose durch. Und das ist natürlich dann scheiße. Wie schnell fahre ich? Ich glaube, wir müssen ein bisschen bremsen hier. Okay, hier ist 40. Okay, ich fahre mal ganz kurz ein bisschen langsamer. Ja. So, ich weiß gar nicht. Heute ist Sonntag. Ich nehme das Sonntag auf, weil ich gestern Abend, beziehungsweise gestern am Samstag, mein neues Let's Play aufgenommen habe. Ach, ich kann ja schon lange. Und deswegen, also ich hatte ja ein bisschen Pause gemacht, so habt ihr ja mitgekriegt, ne? Und es gab jetzt auch, hallo, gab es auch ein paar Wochen keinen Euro Truck Simulator. Was ist mir ganz cool? Berlin, wo muss ich lang? Ich glaube, wir müssen erst die nächste. Wir müssen jetzt schon die ab hier. Ich glaube, wir müssen doch schon die ab. Ich blink hier, ich war ja wild wie eh und je. War seit ich gewohnt von Spielkampf 45, ne? Das ist so eine Art und Hackenpanner. Mit einem Finger Gas, einem reinen Gasfinger. Muss ich jetzt hier runter? Ah, ich glaube, ich bin richtig. Ah, Freunde. Ja. Okay. Den UFO-Mann hat auch gesagt, dass jetzt bald hier die American Trucks rauskommt, American Trucks Simulator. Das ist natürlich auch eine coole Sache und das müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, Spur ist im Wochenende gar nicht. Und ja, das werden wir auf jeden Fall mal irgendwie schauen. Ne? So. Okay. So, ich habe, glaube ich, noch Fernlicht an, ich weiß gar nicht. Ich will jetzt da nicht rumklickern, sonst fahren wir gleich wieder echt im Dunkeln. Also wir brauchen noch eine halbe Stunde. Ich guck mal, waren wir schon mal in Berlin? Ich glaube, wir waren noch gar nicht in Berlin, ne? Ossi, UFO-Mann, wir kommen euch besuchen, Freunde. Oh, was ist hier? Ach, das ist nur, ich dachte, die Farbe. Das wäre jetzt hier verbotene Zone, aber das ist nur die Farbe der Bahn. Hier, ne? So, da vorne geht es auf jeden Fall wieder richtig lustig grün zur Sache. Und ihr wisst, da fange ich immer an zu schwitzen. Ne? Berlin, ich glaube, wir müssen hier runter. Müssen hier runter. Oder? Ich gebe mal keinen Gas. Ich glaube, wir müssen hier runter, oder? 300 Meter. Berlin. Alle Wege gehen nach Berlin. Ich glaube, das war Rome, ne? Ah. Müssen wir jetzt hier? Wir müssen runter. War totales Scheißwetter. 40, wie schnell fahre ich? Ich weiß gar nicht, wie schnell ich fahre. Ich sehe da, Alter, sehe ich doch. Ich fahre ein bisschen. Ey, ich schlag hier voll ein und der kriegt es irgendwie nicht hin. Wieso? Was ist hier los? War eben da auch schon mal, ne? Nur weil der nicht richtig eingeschlagen hat. Aber gut, okay. Sind wir jetzt wahrscheinlich in Berlin, ne? Und das war natürlich your first Aufenthalt in Berlin. Ich glaube, blinken kann ich aufhören. Muss ich jetzt kurz schauen. Kommt eine Art von rechts? Das sieht gut aus, da kommt nichts von rechts. So, gehen wir mal auf die Spur und da kommt eine Ampel. Wo müssen wir denn? Wir müssen links. Okay, dann bleiben wir sowieso links hier. Ne? Blinken wir mal links. Wir müssen links.
Okay, da ist, glaube ich, grün, so. Alright, wir fahren. Wir dürfen wir fahren 50. Das ist gut. Also Leute, seid mir nicht böse, ja, irgendwie das mit dem Pad, das ist heute ein bisschen widerspenstig. Ich hoffe, dass es mit der, ne, geht immer auch wieder runter, seht das? Ich hoffe, dass mit der Facecam halbwegs okay ist mit der Ausrichtung und dass ihr halbwegs alles ein bisschen was sehen könnt. So, wo muss ich lang? Habe ich mich schon verfahren? Erster Aufenthalt in Berlin. Cool, das wäre fast mein letzter gewesen. Okay, danke, dass du gebremst hast, Kollege. Das fand ich sehr nett von dir. Bin ich richtig? Ich glaube, es sieht aus, als wäre ich richtig, liebe Leute. Berlin, willkommen in Berlin. Und jetzt darf ich mich natürlich hier in Berlin nicht verfahren. Das passiert mir gelegentlich. Passiert mir auch, dass ich in die amerikanischen Akzent verfalle. Das ist sehr traurig. Aber das ist nichts zu ändern, weil ich bin aktuell... Jetzt habe ich mich definitiv verfahren. Moment, kann ich jetzt hier irgendwo rennen? Wieso habe ich mich jetzt verfahren, Freunde? Okay, wir fahren da mal rein. Vielleicht kommen wir da erstmal eine Runde drehen. Ich sehe irgendwie gar nichts. Okay, kann ich hier drehen? So. Moment. Andere Richtung. Hallo. Also mit dem Datei hat irgendwie, ne, aktuell ist es aber egal. Gut, wir müssen jetzt dann wieder nach Racks. Wir werden versuchen, an die Racks zu fahren. Ich bitte mal stark amerikanisierten Akzent zu entschuldigen, aber gelegentlich kommt es, geht es mit mir durch, weil, ne, Amerika ist unser Freund. Ja, no. Unser Freund, ne, Amerika, ne? Mein persönlicher Freund nicht, aber die Medien sagen, es ist unser Freund. Und den Medien glaube ich alles, ne? Ich konsumiere zwar keine Medien mehr seit 10 Jahren, aber ich glaube alles. Ich bin der sehr läuft. Moment, wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt hier irgendwo rein? Ne, da vorne. Okay. Ich bin ein sehr, sehr leichtgläubiger Mensch. Ich glaube fast alles. Du kannst mir sagen, Spielkind, das sind die Lottozahlen für nächste Woche. Ich krieg 10.000 Euro und was. Wie? Muss ich jetzt hier? Ach ja, das ist hier so eine Farm. Genau, wir müssen ja Düngemittel. Richtig. Das war Düngemittel. Da müssen wir wahrscheinlich rein, ne? Ah. Okay. Ist das denn hier überhaupt ein Weg, Freunde? Oder ist das da vorne? Auch wenn ein schöner Hof ist, aussieht. Moment, hier. Tut mir leid, wenn die Webcam jetzt nicht immer perfekt sitzt. Hallo, hat hier jemand Düngemittel bestellt? Guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Willkommen. Hallo, wo muss ich hin? Oh, ich glaube, ich muss da weiter geradeaus fahren. Alright, schönes Hof hier. Schade, dass wir nicht sehen bei der Tagesbeleuchtung. Aber okay. So, steht ein schöner Trecker, ne? Welcome to my world. Oh, ich glaube, hier bin ich falsch gefahren. Ich glaube, ich muss... Wo muss ich denn abfahren? Ach, da! Super, Freunde. Okay. Jetzt muss ich wieder spiegelverkehrt denken. Das ist für mich nicht die ganz leichteste... Wobei, Moment. Was ist das hier? Okay. Alter, der lenkt nicht, wie ich will. Okay, wir haben den Tracker in die Leben gelassen. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Sache, Freunde. Eine sehr gute Sache. Ein bisschen überlenkt. Scheißegal. Hat so lange keine Folgen gegeben. Insofern. So. Da müssen wir hin. Wir müssen jetzt fahren in die Rückwärts. Mein Truck ist halt very, very widerspenstig. Kann jetzt mal gucken, ob das von hinten irgendwie... Geht das denn besser? Das Problem ist nur, ich verwechsel immer eine... den rechten und den linken. Moment, jetzt gucken wir mal.
die Lenden ein dunklerer Ton. Aber auch kurz. Jetzt fahren wir mal ganz, ganz dezent. Bitte, komm, 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 jetzt muss ich mal. Ich bin das auf dem Rücken. Ah, nein! Seht ihr das? Ich mach hier den Kasper und es lenkt einfach nicht. Okay. So. Ich habe gesagt, ich werde das hier nicht mit allen Mitteln einparken. Okay. Nein, nein, nein. Falsche Weste, falsche Weste, falsche Weste. Das ist das mal. Nein, nein, nein. Ganz einsteigen. Was macht er jetzt? Okay. Gut, das fangen wir mal. Okay. Hier bleibt er. Okay. Ja. So, jetzt wir fahren stumpf weg. Rückwärts. Jetzt ist es mir total egal, Freunde. Ich denke mal, Folge ist beendet. Wir machen jetzt mal gucken, was er uns irgendwann anbietet hier. Selbst einzuparken. Okay, okay. Jetzt werde ich die Joy-Taste drücken. Meine Leute, das war die Fahrt, ne? Wir sind... Oh, pardon, da bin ich aber voll Lotte gegen meinen Popschuss geballert. Wir sind gefahren. Ausgezeichnet! Wir sind ausgefahren. Das ist, die haben uns irgendwie nichts abgezogen. Wir haben echt volle Kohle gekriegt. Oh, pardon. Ich habe jetzt nicht auf meine Webcam, Facecam geachtet. Da ist, glaube ich, gerade ein bisschen was passiert. Ich hoffe, die ist noch nicht so lange so. Es ist, wir gucken mal. So, fortfahren. Ich hoffe, ihr seht mich jetzt wieder, Freunde. Ich weiß nicht jetzt, wie ihr mich seht, weil ne, das ist irgendwie, ne, habe ich da gerade ein bisschen Scheiße gemacht. Aber nun gut. Wir können was steigern. Was, wir steigern Fernfahrten. Ich glaube, wir steigern Fernfahrten. So, und dann anwenden. Ja. Leute, dann sind wir, ne, wir haben jetzt 48.000, finde ich gut. Und, naja, es sind fast 40 Minuten geworden, ist egal, ne? Das ist, ich hoffe, dass mit der Rucklad nicht irgendwie, das ist, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und mal gucken, wo wir beim nächsten Mal so wieder quatschen. Es soll immer ein bisschen, also, ein bisschen auch Erzählung sein, nicht nur Fahrerei. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde, haltet euch vergat, ciao, ciao, seid euren Spirken 45 Fahrer, Trucker.